Willkommen zu einem neuen Just a Test Video. Und ich habe mich explizit für Just a Test entschieden und nicht für Let's Test. Damit ich ein bisschen einen eigenen Namen habe. So, Pet Rumble, Timer Off, Language, French, German. Ach, guck mal, Deutsch gibt's auch. So, habe erstmal die Einstellung wieder gesehen. Titan's Souls ist es heute geworden. Und das Ganze aus dem Hause Devolver, die sind ja im Gaming-Bereich, im Indie-Bereich bekannt. Gibt ja einige andere schöne Spiele von denen. Aber wir schauen jetzt in dieses Spiel rein, starten ein neues Spiel. Kann ich hier? Nein? Start? Okay. Bin ich schon drin? Oh, ich darf schon was machen. Das ist ja schön. Ich kann schon steuern. Und, okay. Rolle. Okay. Ich kann den Pfeil schießen und zurückrufen und ich kann rollen. Okay. Also ich kann jetzt vier verschiedene Tasten drücken, um zu schießen und vier verschiedene Tasten, um zu rollen. Voll ins Auge. Okay. Wir sprinten. Aber kann ich hier oben noch irgendwas? Da ist eine Tür, da ist eine Tür. Okay, es sind nur ganz viele Türen anscheinend. Spannend. Ich will erkunden. Ich will wissen, was hier ist. Okay, ich glaube, das ist so eine Art Overworld. Na, ja, hier kann ich klettern, okay. Ich glaube, das ist so eine Art Overworld und ich kann hier die einzelnen Level quasi starten. Und das hier ist der erste Level. Ich werde von Glopsies verfolgt. Und gefressen. Oha.
Oh, da ist ein Speicherpunkt. Alles klar. Wenn die klein genug sind, kommen die also hier durch. Ich dachte, das ist quasi so ein bisschen so ein Hack, dass die da nicht durchkommen. Aber anscheinend liege ich falsch. Schade. Wie ist eigentlich das? Okay, wenn ich Pausenmenü mache, läuft das Spiel weiter. Okay. Oh, es hat mich wieder erwischt. Und ich muss das Herz erwischen, ne? Wenn ich das Herz erwische, ist dann das ganze Vieh tot? Also alle kleinen Blobs? Wow. Da wird unser Just-a-Test sich beschränken. Da guck, jetzt ist das Herz. Wow. Ganz viele kleine Blobsies. Ah, Herz. Herz, Herz, Herz. Ah, ich hänge im Schleim. Ah, Hilfe. Ah, ah, ah. Natürlich versuchen die das Herz zu beschützen. Oh, Kacke. Gehen die denn niemals kaputt? Oh, die werden ja immer schneller. Ich habe das Gefühl, es werden auch nicht weniger, ne? Schleim, 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 Schleim. Lauf! Ich treffe das Herz nicht. Ist nicht wahr. Und da springt das Herz. Ich fasse es nicht. Oh nein. Wurde erwischt. Wow. Das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Also ich muss mal sagen, Schwierigkeitsgrad over 9000 quasi. Wow. Das Hopsen macht es halt schwer. Man trifft es echt nicht so gut. Ich versuche jetzt nur das zu treffen. Oh, scheiße. Schon verkackt. Siehst du? Ich treffe genau das, was ich nicht treffen will. Ist das hässlich?
Boah, ist das ekelhaft. Gib mir mein Herz zurück. Du brauchst meine Liebe nicht. Gib mir mein Herz zurück, bevor es auseinanderbricht. Je eher du gehst, umso leichter wird's für mich. Ja! Boah! Was ein Kampf. It's a kind of magic. So. Das war die erste Aufgabe. Was kann ich jetzt? Auch nichts mehr, ne? Das war einfach nur eine Aufgabe? Okay. Strange. Gehen wir in die nächste? Klopf, klopf. Wow. Wow. Was? Klopf, klopf. Okay, was muss ich machen? Mit Auge treffen. Das Auge treffen und nicht weggelasert werden und auch nicht plattgerollt werden. Ist das das Ziel? Alter. Das ist ja hart. Oh, wie schnell ich auch plattgematscht wurde, ne? Okay. Okay. Wir haben ein Bewegungsmuster erkannt. Viermal wippen, einmal Laser. Viermal wippen, einmal Laser. Ne? Also eins, zwei, drei, vier. Und ich bin Matsch. Na toll. Wie grandios hab ich das denn verkackt? Ich glaube, das ist so ein Try-and-Error-Spiel, ne? Wow. Ich habe das Bewegungsmuster erkannt und kann nichts damit anfangen. Weil ich trotzdem auch zu doof für sowas bin. Okay. Grundsätzlich ja, in der Praxis nie. Oh ne. Hat mich voll weggelasert. Gelasert.
Also eigentlich sind das hier levelweise nur Bosskämpfe. Sehe ich das richtig? Daneben. Okay, aber man kann steuern, wo das hinrollt. Das verfolgt einen ja und man kann das Muster so ein bisschen steuern. Jetzt ist die Frage, ob ich das kann. Ob ich damit in der Praxis... Habe ich getroffen? Geil! Das ging ja jetzt doch schneller, als ich erwartet habe. Also ich habe es schneller geschafft, als ich es erwartet habe. Sagen wir es mal so. Alter Finnery, da ist ja... Ja, ich gehe da mal. Tschüss! Das war ja schön. Was gibt's hier? Vier Flammenfelder? Okay. Der ist in einem Eisblock. Und ich muss den über die Flammenfelder drüber lotsen. Also über das mittlere Feld. Mittellere. Wow. Der muss erstmal über diese Auslöserknöpfe drüber fahren, damit die auslösen. Glaube ich. Siehst du? Auch wieder so ein Matschball. Oh Gott. Und Matschball hat mich gematscht. Großartig. Dich mal den Start vernünftig hin. Aber die Runde davor sah gerade ganz gut aus, du. Muss ich den dann nochmal ins Feuer schicken? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich reicht einmal Feuer aus, oder? Okay, ich kann auch meinen Pfeil anzünden. Habe ich gerade gesehen, ne? Das ermöglicht natürlich viele, viele neue Sachen, mit denen ich noch nichts anfangen kann. Okay, vorhin hatte ich einfach nur Glück, weil mein Pfeil im Feuer lag.
Aber ich glaube, das ist eine Strategie. Moment. Ich schieße den Pfeil an dem vorbei, so dass mein Pfeil dann am Ende im Feuer liegen bleibt. Also, Moment. Einmal so. Dann rufe ich meinen Pfeil zurück. So, dass mein Pfeil im... Zack! Der hat nur sehr krasse Sprünge drauf. Alter Finne! Das Matschehirn hat Sprünge drauf. Ich hoffe, den muss ich dann auch nur einmal... Ah, da war ich doch schon drin. Ich will da nicht rein. Oh, Alice. Und wieder überrutscht. Überrutscht wurde ich. Puh. Ey, das ist echt schwierig. Quasi ein Pixelmonster Souls-like. Ich hab wieder im Matsche drin gesteckt. Ach Mann. Das kann's doch nicht sein. Okay, aber die Strategie mit dem Pfeil. Die war schon mal ganz cool. Matsch. Okay, das ich muss gucken, dass ich den irgendwie abschießen kann, ne? Das wird anders nicht gehen. Das wird nur, ich kann den nur einmal direkt wegsäbeln. Anders werde ich den nicht erwischen. Schade. Voll drauf gesprungen. Oh, und ich bin wieder in seiner Hackfleischpampe hängen geblieben. Ach, Mann. Das kann doch nicht wahr sein.
Komm, den einen kriege ich doch auch hin. Bin gerade ein bisschen still, aber... Ist es mir auch immer noch ein Rätsel? Wie ich dem hier jetzt endgültig dem Gar ausmachen kann? Leute, an dem Gegner scheitert's bei mir. Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht habt ihr ja in irgendeiner Art und Weise eine Ahnung, wie man diesen Gegner besiegt. Und ihr mögt es vielleicht, Spiele zu spielen, in denen es nur um Bosskämpfe geht. Ein Souls-like-Fan in gewisser Weise. Genau, Titan Souls heißt ja schon so. Wenn das was für euch ist, go for it, Devolver, coole Spiele. Souls-like, eigentlich nie so mein Ding. In dieser Pixel-Art-Richtung ist es cool, gefällt mir. Aber, ja, mir fehlt so ein bisschen Story und so ein bisschen der Gesamtansatz. Ich mag Games mit viel Story und wenig Herausforderungen. Und das ist nur Herausforderung und keine Story anscheinend, so gefühlt. Deswegen nicht so ganz mein Ding, aber vielleicht ist es ja was für euch. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Wünsche euch viel Spaß beim Warten aufs nächste Video. Nein, weiß ich nicht. Wünsche euch viel Spaß, wenn ihr euch das Spiel selbst holt. Vielleicht ist es was wirklich, also kann man echt so... Obwohl Souls-like nicht mein Spiel ist, Souls-like nicht mein Genre ist, hat mir das hier jetzt tatsächlich Spaß gemacht, in gewisser Weise. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Just a Test Video oder in einem Let's Play. Und bis dahin, auf jeden Fall, tschüssi jetzt. Ich bin raus, lass mich jetzt, ich bin durch, ich muss erstmal hier und so. Ciao. Jetzt mal wirklich. Bist du immer noch da? Jetzt kannst du, Daumen hoch und so, wäre cool, aber tschüss.